Im Kenmore Nordic Center Provincial Park geht es also ins erste Rennen hinein. Der Sprint, der sechste in dieser Saison für die Männer. Sieht richtig putzig aus, diese Anlage am Fuße der Rocky Mountain. Die Chance hier, die beiden Norweger Svensson und Tarjei Bø im Gesamtweltcup zu überholen, da sie eben nicht da sind, wenn er möglichst viele Punkte sammelt. Also Martin Fourcade in Gelb und Rot. Das Trikot hat er inne im Sprint, in der Verfolgung und im Massenstart. Nur im Einzel, da ist er Zweiter hinter Simon Eder. Also unglaubliche Dominanz auch in diesem Jahr wieder vom Franzosen. Hat man gearbeitet in den letzten Tagen und es war perfektes Trefferbild für den Simon. Martin Fourcade. Laufzeit, muss man nicht drüber reden. Sehr schnell. Ja, und auch der gibt sich hier keine Blöße vor den Augen von Jean-Paul Chacquinot, dem Schießtrainer der französischen Mannschaft. Lässt sich allerdings mehr Zeit, war ein guter Vergleich zu Simon Eder, der da sehr, sehr schnell geschossen hat. Und er hier eher aber auf trotzdem Treffer gut gewesen. Und jetzt auf der letzten Runde, da kann er auch noch mal Zeit gut machen. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie es Martin Fourcade ergeht. Also, das bleibt hier richtig, richtig spannend. Martin Fourcade, wenn der mal 10 Scheiben trifft, ist er eigentlich nicht zu bezwingen. Und er wird auch hier jetzt an Simon Schemp vorbeiziehen. Na, schauen wir mal, ein paar Meter sind es noch bis zur Zeitnahme. Anton Cipulinov, 11 Sekunden sind es. Die Entführung, sehr, sehr gutes Rennen, aber momentan scheint einfach kein Kraut gewachsen zu sein gegen Martin Fourcade, der so souverän den Gesamtweltcup auch anführt vor diesem Rennen mit 161 Punkten vor Tarjei Bø. Also das ist schon unglaublich, viermal den Gesamtweltcup zu gewinnen und dann gleich die nächste Saison noch einmal wieder so zu dominieren. Das ist schon mehr als eindrucksvoll, was Martin Fourcade hier Woche für Woche zaubert. 18,7 Sekunden vor Simon Schemp, der auf dem zweiten Platz liegt und sich immer noch erholt. Lange Zeit. Oftmals sieht man es ja nach dem Sprint, dass sie dann sehr, sehr zügig auch wieder auf den Beinen sind. Aber die sind hier eine ordentliche Sauerstoffschuld eingegangen. Also für den Franzosen wird es hier wohl der Zweite sein. Und auch er ist jetzt rübergekommen, warm eingepackt zu Nils Kaben. Bitte. Ja, und er versucht jetzt nochmal hier in einem kleinen, auf unserem kleinen Ergebnismonitor zu gucken, wie das mit den Laufzeiten ausgegangen ist. Herzlichen Glückwunsch, tolles Rennen, congratulations, very good race. We've been just talking to the German guys. They've been really exhausted after this 3.3 kilometer round. How about you? Ist er auch so kaputt wie die deutschen Athleten nach dieser angeblich sehr harten 3,3 Kilometer Runde? I think we spoke together. I spoke with Simon and Anton, and we had all the strength feeling on the track, you know. I think it's because the track seems easy. When you we train, we felt like it's an easy track. But I knew that it will be hard because of the altitude, because of the track is really wide. So you feel to be really slow. So I think I had a good strategy, keeping some strength on the first loop and being as fast as possible on the last one. Thank you very much. Ja, er sagt, die haben sich sofort nach dem Zieldurchgang unterhalten mit Simon Schemp und Anton Cipulin. Diese Strecke sieht so leicht aus, das ist ihm im Training aufgefallen. Aber er hat gewusst, dass das ein ganz hartes Stück Arbeit werden wird, auch aufgrund der Höhe, auf der wir uns hier. Und damit haben wir das Ergebnis, 43. Weltcupsieg also für Martin Fourcade vor Anton Cipulin. Simon Schemp wieder bei einem Sprint auf dem Podest, schon zum vierten Mal beim sechsten Sprint. Also gutes Ergebnis, danach die drei Österreicher, dann Simon Fourcade mit einem Top-10-Platz, gutes Resultat. Arndt Peiffer, Erik Lesser haben es nicht ganz geschafft unter die Top-10, aber dennoch.